So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4 und Part 5 müsste es jetzt sein. Ich habe jetzt halt nochmal ewig rumprobiert und gemacht und getan und ich nehme jetzt halt mal wieder mit DX Tori auf statt Fraps. Und ich renne jetzt auch nicht mehr mit Magic, sondern mit MEQI. Einfach aus dem Grund, dass es vielleicht irgendwas bringen könnte, dass ich es aufnehmen kann. Überhaupt mit dem Programm, weil bei Magic ging das eben nicht. Das hat irgendwie die Dateien schon erkannt und alles. Aber... Ich brauche Hilfe! Ich brauche hier dringend Hilfe! Und zwar schnell! Hat sie schon erkannt, aber... Ach ja, warte, ich mir machen das jetzt halt. Der goldene Farbe benötigt Vorräte, sammle die Vorräte, bla bla bla. Hallo? Vint, bist du das? Hier ist niemand, der so heißt. Verdammt! Er ist überfällig! Wer ist da? AJ Gale. Und wer bist du? AJ Gale? Ein Moment. AJ, genau, ich weiß, wer du bist. Ich bin Gopal vom Goldenen Pfad. Wir brauchen deine Hilfe. Meine Einheit erledigt Nachschubübergaben für den Pfad. Aber wir sind unterbesetzt. Die Royal Army versorgt ihre Truppen in meiner Gegend. Ich schicke jetzt die Koordinaten der Abwurfzone. Schnapp dir die Pakete, bevor die Royal Army sie sichert. Was ist in den Paketen? Ich weiß nicht, ich bin nur der Bote. Okay, ich hol mir das Zeug. Okay, was ich eigentlich sagen wollte, dass ich die Dateien schon erkenne. Aber wenn ich sie dann fertig gerendert habe, dann komischerweise nicht mehr. Dann kommt immer nur schwarzes Bild und deswegen... Ich habe das erste Paket. Prima, dann auf zum letzten. Viel Glück. Wenn ich dann gerendert habe, schwarzes Bild und deswegen bin ich ja überhaupt auf Fraps umgestiegen, nur zum Testen und das ist halt dummerweise auch das Einzige, wie es funktioniert. Wie gesagt, jetzt probieren wir es einfach mal so und ich hoffe einfach nur, dass es klappt, weil ich das Spiel wirklich gerne aufnehmen will und auch mit euch durchspielen will und vor allem vernünftig und nicht wie letzter Part. Boah, ich kann nicht fahren, wenn ich... Da können wir doch runterfahren. Da kann man auch... Ach schade, F1 drücken und Ansicht ändern ist nicht. Das ist sogar Nacht. Lass mich doch. Boah. Fuck, wenn mich der Vogel jetzt halt ernsthaft angreifen. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er das ernst meint. Ah, der ist tot. Fuck, Beutetasche voll. Ist erstmal weg. Alles klar, ich hab alle. Fantastisch. Beeil dich bitte und liefere sie an diesen Ort. Vielen Dank. Bitte, nichts zu danken. Ah, Scheiße. Hallo. Stirbt! Der stirbt nicht! Warte, ich hab den doch getroffen! Verfluchte Mist! Setze Köder ein, um aggressive Tiere von dir wegzulocken.
Aber jetzt probier's nochmal. Kann ja auch keiner ahnen, dass da so blöde Viecher rumhupfen. So, okay, vielleicht hat es sich deswegen ein bisschen überschlagen, weil es ja doch ziemlich... Nein. Hat nach unten. Nein. Das Fahren ist noch ein wenig... Naja. Noch ein wenig nicht so mein Ding. Muss ich ernsthaft um diesen blöden Berg rum? Ach scheiße, ich habe ja Zeitlimit. Oh oh. Baum halt. Zehn Sekunden noch. Unschaffbar. Obwohl. Nein! Nein! Ich war doch da gestanden. Hallo, ich bin doch da. Fuck! Ich finde den Nachschub für den goldenen Pfad verloren. Nein. Kann ich nicht durchsuchen. Glück hat, sind wir schon mal an den Viecher vorbei. Werden wir zusammengefahren? Hier habe ich deine Vorräte. Yes. Danke, AJ. Ich sorge dafür, dass sie verteilt werden. Leg sie einfach bei der Tür ab. Also darf ich nicht rein? Wir bereiten hier eine geheime Operation vor. Tut mir leid. Befehl ist Befehl. Ich darf niemanden reinlassen. Ja, kein Problem. Ich merk's mir. Wenn du mal irgendwo rein willst, lass ich dich auch nicht rein. Beutetasche ist voll. Ach, da zeigt's wieder an, was für Tiere es hier gibt. Okay. Banner pur. Wir haben auf jeden Fall, ach genau, das habe ich euch gar nicht erzählt, wo ich dann das Spiel gestartet habe, kam ein Anruf von diesem Samal, sonst was. Und der hat gesagt, Longinus ist ein Priester und auch Waffenhändler und da können wir uns Waffen kaufen. Wir haben wieder einen Punkt. Dann machen wir hier weiter. Das da machen wir fahren mal dahin. Obwohl, warte mal, ich möchte erstmal schnell nach Banapur gehen, dort mal Sachen verkaufen und dann gehen wir zu Longinus. Oh, Stormer haben wir, Scorpion haben wir, Mark. Wir haben jetzt Zeidenwaffen, können wir ja eine nehmen, die Scorpion. Weil ich möchte jetzt auch nicht unbedingt den Bogen mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Aufsätze haben wir noch keine freigeschalten. Farbe. Schwarz. Okay, aber so viel Kohle haben wir jetzt erstmal nicht für solche Spirenzli. Wir nehmen uns noch als Seidenwaffe die Scorpion mit. Jo, bitte.
Was kann man da so anpassen? Auch nur Farbe im Moment, okay. Munition nachfüllen, bitte. Oh, Kohle. Die Anführer des Gold. Wie ein zweiköpfiger Elefant ziehen sie in verschiedene Richtungen. Schöne Musik. Es ist natürlich Nacht. Oh yes. Die kämpfen da, lass mich dazu. Karma-Event abgeschlossen. Hallo. Wie sieht's denn aus, Digga? Kann ich dich durchsuchen? Nee. Schützenhilfe-Marker. Opiumpfeife. So was Leckeres. Ja. Schießen die jetzt halt einfach wegen in der Gegend rum? Ah, das ist auch eine Neuerung, Leute. Dieses. Okay. Ich werde zu viel reden. Was Neues ist das Navi. Das letzte Mal muss man doch alle Schießlein auf die Karte gucken. Nein, nein, anders. Es liegt daran, dass viele hier an Wiedergeburt glauben und das. Red ruhig weiter. Da ist er. Das ist doch ein böser Mensch. Ein böser Mensch. Hier ist Rabbi Ray Rana. Und ich sitze allein im Studio. Und schwinge. Nein, ist es nicht. Okay. Das letzte Mal musste man ja so, also beim 3 musste man ja alle schießen auf die Karte und so gucken. Ob man jetzt ja noch richtig fährt und so, jetzt hat man endlich mal ein Navi. Ich hab beim Kacken nachgedacht. Ich hab nachgedacht, woran es wohl liegt, dass große Männer immer viel zu früh sterben. Rohan Gay, der größte Anführer des goldenen Pfades aller Zeiten, hat ins Gras gebissen. Oh, Schießerei. Erstmal plündern wir den, bevor wir hier schauen, was so geht. Tickst du noch ganz sauber? Idiot, du schießt doch selber so. Schauen wir mal, was da so geht. Willkommen, ich bin Longinus. Du bist AJ. Willkommen in meiner Kirche, abseits der Kirche. Die Waffen verkauft? Natürlich. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Sie brauchen nur ein paar gute Waffen. Offenbarung 5.5. Ein sehr inspirierender Text. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe vom Geschlecht Judah, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Unser Erlöser und unser Erlöser kehrt zu uns zurück als Löwe, als ein Krieger. Also, da sagte ich zu mir selbst, würde Gottes Sohn wiedergeboren, welche Waffe würde er wählen? Was? Wenn Christus zurückkehrt, um die 7 Sieger zu brechen und die Entrückung zu bringen, kehrt er als Löwe zurück, oder? Ein Löwe braucht Zähne.
Welche Waffe würde Jesus wählen? Deuteronomium 32,47? Das ist kein leeres Wort für euch, sondern euer Leben. Oder Sprüche 19,11. Ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Ich habe keine Ahnung. Ein Soldat weiß es. Ein Soldat weiß es immer. Denn wir haben die Entrückung gesehen und überlebten sie. Man braucht Waffen, um Gutes zu tun, AJ. Denn jede Waffe ist eine Bibel. Und jeder Schuss ist eine Predigt. Und für jeden Funkturm, den du befreist von Pagans Lügen, gebe ich dir etwas. Zur Belohnung. Das ist Gottes Wille. Hier. Das ist für den Ersten. Banapur wird angegriffen. Wir brauchen Krieger hier. Sabah, was ist passiert? Sie werden angegriffen. Bleibt weg, es ist... Und er sprach zu ihnen, gehet hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der gesamten Schöpfung. Der ist ja mal nur durchgeknallt. Der Handelsposten, irgendwas. Warte, wo ist mein Auto? Ach, nehmen wir das Quad. Okay. Da steht jetzt Handelsposten zur Verfügung zum Handeln und Machen tun sein lassen. Ich wünschte, du könntest dich an damals erinnern, AJ. Deine Mutter und ich mit dir auf ihren Hüften. Ach, was waren das für Zeiten. Sie war nie glücklicher als damals und von mir kann ich wohl dasselbe sagen. Wir hatten viele Pläne, nicht nur für unsere Familie, sondern für Kyrat. Ich war nicht immer so. Mir fehlt diese Zeit aber. Es ist zu spät. Ich hab's versucht, wirklich versucht. Dieses Land ruiniert dich. Lass dich nicht von ihnen runterziehen, AJ. Deshalb hat die Schwari dich nicht hierher zurückgeschickt. Was sagst du jetzt? Der schießt! Nicht mit mir, Freunde. Ich glaube, die haben mich erwischt, oder? Reise zum Wegpunkt. Mach ich ja. Dorf von Soldaten der Army. Granate, ich Granate. Schauen wir mal, wer mehr Granate. Trefft gut, gell? Ach, Leute.
keine Munition mehr. Okay, Munition für Sturmgewehr, 30 Schuss. Und die sich nur noch so fucking viel bewegen würden. Ich brauche nicht ernsthaft auf eine Raketenwerfer schießen. Auf den. Ohne Raketenwerfer auf einen Hiti schießen. Wo ist der? Hält voll viel aus. Die Soldaten auf dem Weg zur Gemeinschaftsbunker. Da ist Badra untergebracht. AJ, hol sie da raus. Mach ich. Weg ins Gebäude finden. Was steht da? Ach so. Das ist doch jetzt eigentlich ein sinnvoller Weg gewesen. Ach, vielleicht hier. Das bietet sich gerade irgendwie an. Da unten ist er. Hoffe ich zumindest. Ich bin okay. Die Menschen müssen sie sehen, das beruhigt sie. Sie ist nur ein Kind, Zaballe, und sie ist verängstigt. Ich bringe sie heim und dann kümmern wir uns um das Volk, okay? Danke. Alles wird gut. Das ist also der Preis für AJs Rettung. Wir attackieren Pauls Haus, er schlachtet ein ganzes Dorf ab. Das ist nicht AJs Schuld, sondern meine. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie haben den Außenposten und sie haben Geiseln. Gut, erst den Außenposten. Ohne ihn können wir nichts machen. Komm. Zurück zum Absender. Mission beendet. Wir haben wieder einen Punkt, das heißt, wir nehmen... durch Feuer und Explosion weniger Schaden. Beutetasche. Sambarfell. Gibt's die bei uns, die Sambare? Ja, hier.
So, da machen wir uns dann mal im nächsten Part hin und schauen wir mal, ob wir das finden. In diesem Sinne, haut rein, macht es gut, bis das nächste Mal.